Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute machen wir Schenkeli. Schenkeli, ein typisches Gebäck in der Schweiz, das vor allem zur Fasnachtszeit gebacken wird oder besser gesagt frittiert wird. Es ist ein frittiertes Gebäck, eher ein süßes Gebäck. Und ich hoffe, dieses Rezept bringt dich doch noch in Fasnachts- oder Faschingsstimmung, da doch wegen Covid-19 einige Anlässe auch dieses Jahr wieder abgesagt sind. Ich brauche dazu 100 Gramm Zucker. Ich verwende Hello Sweetie, gebe das in die Küchenmaschine, 50 Gramm Milch, gleich rein damit, 50 Gramm Butter, die habe ich mir hier bereits flüssig gemacht, gebe ich hier gleich mit dazu, dann kühlt die Butter gleich wieder ein bisschen ab, Abrieb von einer Zitrone, das darf bei mir immer ein bisschen mehr sein, das liebe ich. Diesen Kontrast vom Süßen, dann geht es noch so ein bisschen ins Säuerliche, finde ich richtig klasse. Das hier mische ich kurz durch, noch gar nicht in der Maschine. Dann ist wichtig, das darf nicht mehr warm oder sogar heiß sein, denn da ist noch Backpulver drin. Wenn das zu heiß ist, habe ich die ganze Wirkung hier im Kübel, aber ich will es ja dann beim Frittieren haben. 2 Gramm Salz mit dazu, 2 Eier auch gleich in die Maschine schlagen. Gramm Weißmehl, 7 Gramm Backpulver hier zusammen mischen. Und Backpulver reagiert eben unter Wärme und wenn das zu heiß ist, dann habe ich den Teig, der explodiert. Aber ich will ja vor allem bei der Hitze, die dann beim Frittieren entsteht, will ich, dass diese in die Höhe treiben. Küchenmaschine schließen und alles zu einem Teig mischen. Der Teig ist fertig gemischt. Wirklich nur mischen, bis der schön zusammen ist. Den lege ich mir jetzt hier auf eine Folie, zudecken und der kommt eine Stunde zum Durchkühlen in den Kühlschrank. Man könnte diesen Schritt auch auslassen und direkt hier so Würste rollen, aber hier ist jetzt noch etwas zäh, es zieht ihn wieder zusammen. Vor allem ist aber dann das ganze Teil nicht ganz rund, weil der Teig einfach noch zu weich ist. Darum ist es hier wichtig, am Stück kurz durchzukühlen. Gut einschlagen, eine Stunde in den Kühlschrank, dann geht's weiter. Der Teig ist durchgekühlt, der wird jetzt geformt. Hier steche ich mir 3-4 Stück ab, damit sie schön in die Hand passen. Folie lasse ich gleich hier. Hier brauche ich übrigens kein Mehl, das ist wichtig. Das stört dann sonst nur beim Frittieren. Und dann beginne ich hier in die Länge zu wallen. Bisschen zusammennehmen, etwas geschmeidig machen am Anfang. Nicht, du merkst es beim Auswahlen nicht, dass du so Luftlöcher drin hast. Da ist ein bisschen Timing gefragt. Wenn der Teig zu fest ist, bricht er dir extrem auseinander. Wenn er zu weich ist, dann geht es nicht gut. Hier mal geschmeidig machen, Luft rausschlagen. Falls du diesen Teig machst, das sind halt alles natürliche Zutaten, Rohstoffe, die unterliegen Schwankungen und der extrem mürbe und brüchig ist, musst du unbedingt noch einen Schluck Milch oder so reinmachen, damit sich der schön rollen lässt. Wenn der zu mürbe ist, dann nimmt es beim Frittieren einfach viel zu viel Fett auf. Also der muss geschmeidig sein, ausrollbar sein, dann ist alles gut. Ich roll das immer so zuerst zusammen, damit ich keine Luftlöcher drin habe. Und dann vorwallen, wieder etwas entspannen lassen. Und dann mache ich das so lange, bis ich fingerdicke Stücke habe. Auch hier, das muss gar nicht perfekt sein, die Oberfläche. Die reißen dann oben aus. Und genau darum sollten die auch nicht perfekt sein von der Oberfläche. Da gibt es so ein schönes Muster oben rein. Eigentlich super easy, kannst du nichts falsch machen, wenn die Teigkonsistenz stimmt.
Dann werden die Finger dick, so gut einen Zentimeter, 1,5 bis 2 Zentimeter ausgewalzt. Lass nochmal entspannen. Nächste Wurst. Dann werden die eingeteilt auf 8 bis 10 cm. Bei mir ist es jetzt 9. So einteilen. Nebeneinander hinlegen. Und jetzt gehe ich hin und schneide das einfach noch durch. Wenn ich jetzt solche Stücke habe, die gar nicht schön sind, nehme ich einfach nochmal zusammen, walle ich nochmal aus, bis es halt passt. Dann lege ich die hier auf eine Folie. Voilà. Frittieröl, wichtig. Hoch erhitzbares, ich mache es hier gleich in der Pfanne, 180 Grad, dann hat es die perfekte Temperatur. Alternativ kannst du natürlich auch eine Fritteuse verwenden, wenn du eine zu Hause hast. Wenn du kein Thermometer hast, einfacher Trick, du gehst mit einem Holzgegenstand rein. Wenn das sofort so Blasen wirft und fast wie kocht am Kochlöffel, dann ist es perfekt. Wenn es lange geht, du so 5-6 Sekunden warten musst, dann ist das Öl noch zu wenig heiß. Dann beginne ich das Ganze zu frittieren. Es sollte natürlich auch nicht zu heiß sein, weil das Problem ist dann entstehen Rauchstoffe, der Rauchpunkt ist erreicht und das ist natürlich auch nicht gut. Sei vorsichtig, vielleicht nicht unbedingt mit Kindern frittieren, denn es kann schon sein, dass es spritzt. Reinlegen und frittieren. Zwischendurch ein bisschen wenden und guck mal, wie schön, dass die dann einfach von sich aus so oben ausbrechen. Wunderbar. Jedes sieht wieder ein bisschen anders aus. Auf jeder Seite gleichmäßig frittieren, also sie drehen sich dann schon so, wie sie es gerne haben. Meistens ist da der Schluss dann unten. Goldgelb frittieren für knappe 2 Minuten. Dann rausnehmen, gut abtropfen lassen und ich gehe gleich hier raus auf ein Küchenpapier, Haushaltspapier und können die noch schön abtropfen. Rein damit. Am Anfang plumpsen die auf den Boden und kommen dann ziemlich schnell hoch. Da würde ich auch nicht zu weit weggehen, hier stehen lassen und das Ganze frittieren, schauen, dass die nicht zusammenkleben, denn es geht ja ziemlich schnell. Wenn das Öl zu heiß ist, dann verbrennen die sehr schnell, sie haben sehr schnell Farbe, innen ist noch Teig, dann musst du es auch weniger lang drin lassen, weil oben gibt es dir die Farbe an, es ist zu heiß, flammt sofort ab, du musst es früher rausnehmen, in der Mitte ist es teigig. Wenn es zu kalt ist, das Frittieröl, dann ist das Gegenteil, das Gebäck nimmt einfach wahnsinnig viel Fett auf und es ist zum Essen dann richtig fettig. Darum ist die Temperatur sehr, sehr wichtig. 180 Grad sollte die haben. Verwende ein Öl, wo du so hoch erhitzen kannst. Gehen wir rausfischen. Und hinlegen. Bleibt uns nichts anderes übrig, als so ein Ding zu probieren, logischerweise. Sei ein bisschen vorsichtig, nicht direkt zum Frittierfett rausprobieren. Ist auch besser, wenn die noch ein bisschen durchziehen, dann sind sie vom Geschmack her wirklich noch etwas besser. Die kannst du perfekt einfrieren, wenn du dir gleich eine größere Menge herstellen willst, rausnehmen, die sind perfekt. Alle so frittierte Gebäcke oder wir sagen schwimmend gebackene, kannst du problemlos einfrieren. Ist mit den Berlinern in der Regel auch so. Das Fett dort hinten oder das Frittieröl auskühlen lassen, das kannst du dir ein paar Mal verwenden. Und du hast auch gesehen, es sollte nicht zu wenig drin sein. Die Dinger müssen schwimmen, die kommen dann an die Oberfläche. Wenn es zu wenig Öl drin ist, dann bleiben die am Boden haften und dann backen sie sofort an, weil zu viel Hitze von unten kommt und dann hast du das unregelmäßig. Schau, dass du wirklich eine gewisse Menge Öl in deinem Kochtopf, in deiner Pfanne hast. In der Fritteuse ist sowieso kein Problem. Brechen wir mal ein Teil auseinander und dann sieht man wunderschön
alles durchgebacken, außen die Farbe auch gleichmäßig schön goldbraun. Schöne Knusprigkeit, innen super weich, aber durchfrittiert. Dann kommt auch schon der süße Geschmack im Abgang, leicht so zitronig. So mag ich sie sehr. Mit der Größe kannst du auch variieren, kannst du spielen, größer, kleiner etc. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachfrittieren. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Lass unbedingt einen Kommentar da. Kennst du dieses Gebäck? Hast du es schon mal selber gemacht? Ich bin gespannt. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, Rezept auf meinem Blog. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.